Unreal Engine. Who is Abby? Epilepsie-Warnung. Hallihallo und damit ganz herzlich willkommen zurück hier bei Ungespielte Welten und einer kleinen Überraschung. Der Vollversion des Psycho-Horrorspiels Who is Abby? Wer ist Abby? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt es euch gewünscht, ich ebenfalls. Wir hatten die Demo vor einiger Zeit gespielt und waren absolut verliebt in dieses Spiel. Es sah fantastisch aus. Die Geschichte war recht spannend. Unsere Schwester Abby ist verschwunden und wir wollen sie natürlich wiederfinden. Und jetzt, Leute, haltet euch fest. Vor einigen Tagen saß ich gemütlich am Handy und bekam eine Pop-up-Benachrichtigung. Eine E-Mail von Raid My Funwell. Ich dachte, die kennst du doch irgendwoher. Und na klar, es war der Entwickler von Who is Abby. Ich habe von diesem Entwickler einfach mal eine E-Mail bekommen. Er sagte, er hätte unser Video von der Demo gesehen, fand das recht gut und fragte, ob ich Lust habe, so eine Vollversion zu spielen. Ich habe natürlich direkt zugesagt und mich tausendmal bedankt und dann tatsächlich von ihm das Spiel erhalten. So, der Entwickler wird hier also zusehen und deswegen auch an dieser Stelle ein ganz großes und herzliches Dankeschön. Ich habe mich riesig gefreut. Und jetzt würde ich sagen, wir legen mal los, gucken nach, was sich alles so verändert hat seit der Demo, ob sich überhaupt was verändert hat. Ich bin richtig gespannt, richtig neugierig, ihr hoffentlich auch. Sprache ist immer noch auf Englisch, wir übersetzen das Ding einfach auf Deutsch. Macht euch also einen entspannten Freitagabend, macht's euch gemütlich. Viel Spaß bei der Vollversion von Who is Abby? Irgendwo draußen in Clearwater. It's been a while since I heard from Abby. I'm not even sure how long now. After driving for what felt like hours, all I'm seeing is trees and road, and there's still no sign of her. She was planning a camping trip, doing more urban exploring stuff. It's somewhere on a trail near the town of Clearwater. She was even talking about me going with her, but then she just vanished, and that's not like Abby. I've called and called, but she's not answering her phone. I've actually been driving so long I didn't notice the tank's nearly on empty. I don't want to risk running out of gas in the middle of nowhere. Fortunately, I came across a gas station. Funny little place. Somehow both seems awake and asleep at the same time. Problem is, doesn't seem like there's anyone around. Hey Tom, just checking in. Everything okay? Ah, hey Eddie, not great. Abby's gone missing again. Missing? Yeah, I haven't heard from her in a few days. I'm getting really worried. Oh, how many times are you gonna do this? I know, she's a nightmare, but I just need to find her and make sure she's safe. Are you sure you're okay, Tom? Yeah, I'm fine. Listen, I gotta go. I'll speak to you soon. So, und damit nochmal herzlich willkommen hier bei der Vollversion von Who is Abby? Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es überhaupt anstellen. Die Leute, die bereits die Demo-Version gesehen haben, ne, wir spielen das ja jetzt nochmal zusammen. Hier nochmal das erste Kapitel. Ja, wir werden es wahrscheinlich ein bisschen schneller durchspielen jetzt, ne, damit wir dann mal irgendwann ganz, ganz schnell zum zweiten Kapitel springen können. Aber es soll auch hier im ersten Kapitel noch Neuigkeiten geben. Ne? Hatte der Entwickler mir erzählt in der E-Mail und deswegen gucken wir uns auch da hinten nochmal so ein bisschen um. Er meinte nämlich, dass da hinten wohl irgendwie so ein Rätsel sein sollte, was man lösen soll. Das Rätsel gab es wohl auch schon in der Demo-Version, aber man konnte es da noch nicht lösen. Also, ganz, ganz spannend das Ganze. Und die Leute, die es tatsächlich noch nicht gesehen haben, ja, ne, die können ja gerne mal die Demo-Version angucken, die wir hier zusammen auf diesem Kanal gespielt haben. Ganz, ganz interessant. Und ja, ne, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt hier erstmal wieder so ein bisschen um und gucken nach, ob sich hier dann irgendwas verändert hat. Eines hat sich auf jeden Fall nicht verändert. Die unglaublich hübsche Grafik. Und übrigens, ich muss auch sagen, ne, auch wenn wir das Spiel jetzt hier kostenlos erhalten haben, ich bleibe auch ganz ehrlich kritisch. Wenn ich jetzt hier irgendwas sehe, was mir nicht so gefällt, ne, dann sage ich das auch. Ne. Wir sind nicht käuflich. Wir sind da ganz ehrlich. Aber wie gesagt,
Das Spiel sieht jetzt schon mal richtig toll aus. Ich musste leider Raytracing immer noch ausstellen. Also die Performance mit Raytracing ist echt unterirdisch. Aber daran, ja, hat nicht wirklich der Entwickler Schuld, sondern liegt einfach daran, dass ich keine Nvidia-Grafikkarte habe, sondern eine AMD-Grafikkarte. Und die ist ja bekanntlich jetzt nicht sonderlich dafür geeignet, Raytracing anzuzeigen. So, Leute, wir legen los. Jetzt gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Hier vorne, ne, war ja dieser Clearwater-Stand, diese kleine Snackbar hier. Was haben wir hier so? Brezel und so, ne? Hatten wir ja gesehen. Hier vorne lag ja auch noch so eine Banane. Wir erinnern uns. Können wir einmal kurz randrücken. Einmal kurz A, zack. Oh, I get so uneasy when I see a banana. Ja, ne, leckere Banane. Hatten wir ja schon drüber diskutiert. Wie gesagt, ne, ist natürlich ein bisschen schwer, jetzt hier so zu tun, als wäre das alles neu. Das kann ich tatsächlich nicht schauspielern. Und deswegen, wie gesagt, die Leute, die es wirklich blind sehen wollen, guckt euch gerne die Demo an. Aber wie gesagt, auch hier soll es ja noch Neuigkeiten geben im ersten Kapitel von Who is Abby. So, haben wir hier noch irgendwas? Wir gucken mal. Drücken einmal kurz A. I've got no change and I'm not really hungry. Wir haben kein Wechselgeld und wir sind auch nicht wirklich hungrig. Und vielleicht nochmal zur Geschichte, ne? Wir sind Tom und unsere Schwester Abby ist verschwunden. Sie wird seit Tagen wohl vermisst. Sie wollte wohl einen Campingausflug machen. Hat sogar gesagt, dass wir sie begleiten. Aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Und wir hatten gerade mit unserem Kumpel gequatscht. Ich gehe mal davon aus, dass es unser Kumpel sein wird, Eddie. Und ja, haben ihm ebenfalls davon erzählt. Tja, ich bin gespannt, was das hier mit Abby auf sich hat. Wo sie wohl ist, was mit ihr passiert ist. So, was haben wir hier? Irgendein Katzenbuch. Wir drücken einmal kurz A. Another odd mystery to add to the list. Ein anderes Mysterium. Riskers and Wormholes. The Feline Guide to Time Travel. Ja, irgend so ein Zeitreisebuch. Wie gesagt, ne, das Spiel ist auf Englisch. Wir müssen alles übersetzen. Vielleicht kommt sogar noch eine deutsche Sprachausgabe. So, und wir erinnern uns, hier vorne lag ja dieser Gartenschlauch, den können wir uns direkt wieder mitnehmen. Ja, ne, stecken wir ein und dann haben wir hier, genau, Inventory Item Collected. Wir drücken einmal kurz Y, mal gucken, ob sich hier irgendwas verändert hat. Objective, ne, unsere Mission, finde einen Weg, um dein Auto aufzutanken. Genau, wir haben jetzt hier geparkt, weil unser Sprit langsam leer ist. Wir sind ja auf der Suche nach unserer Schwester Abby. So, hoses have a number of uses, you should always keep one in your pocket. Ne, wir sollten immer hier so einen Schlauch dabei haben, den könnte man immer wieder verwenden. Und was haben wir hier unten noch? Here you will find the items. Genau, hier kannst du deine Gegenstände finden, die du freigeschaltet hast, um ja in der Geschichte voranzuschreiten. Ne? So, wir schließen das Ding wieder, drücken einmal Y. So, und dann haben wir hier eine Notiz. Wir lesen mal. Eine Notiz von Herb. Der Mixer, ja, ne, wir erinnern uns, der steht natürlich hier vorne rechts, der Mixer. Er ist repariert, aber steht immer noch auf der Rampe. Ich bekomme ihn nicht runter, weil dein komisches Sicherheitssystem, wegen deines komischen Sicherheitssystems. ich kann mich nie an diese Nummer erinnern, die man da eingeben muss. Du sagtest, es hat irgendwas mit unserer Telefonnummer zu tun, aber ich habe vergessen, was genau. Danny. So. Danny hat geschrieben an Herb und ich gehe mal davon aus, ne, Danny ist dieser Angestellte und Herb ist der Besitzer von dieser kleinen, hübschen, aber gemütlichen Tanke hier. So, gehen wir mal weiter, wir gehen mal einmal rum. Hier, ne, das hatten wir ja auch alles gelesen in der Demo-Version, im Video der Demo-Version. Ja, hier ist diese Tanke. Mal gucken, ob wir reinkommen, aber... Genau, nee, wir kommen hier nicht rein, wir machen mal ein kleines bisschen lauter. So, jetzt höre ich nämlich auch ein bisschen hier die Stimme. Aber ich muss echt sagen, ich habe mich richtig gefreut, als ich diese E-Mail bekommen habe von dem Entwickler. So weit ist es nun schon gekommen, Leute. Die Entwickler kommen auf uns zu und fragen uns, ob wir einen Key haben wollen. Unglaublich cool. So, leer. Der Tank ist leer. Delivery due on Tuesday. Die Lieferung sollte bis Dienstag erfolgen. So, legen wir das Ding wieder zurück. Also die Tanke hier scheint wohl leer zu sein. Und hier haben wir wieder diesen Kasten. Da ist ja dieser Kanister drin. Den brauchen wir auf jeden Fall, um hier unser Auto aufzufüllen. Denn wir müssen unbedingt weiter. Wir wollen Abby finden. Wir hatten uns ja die Steam-Seite davon angeguckt. Da gab es halt so viele... Genau, hier haben wir die Taschenlampe. So viele schöne Bilder von diesem Spiel. A flashlight. That's definitely gonna be useful. Genau, sehr, sehr nützlich. Das nehmen wir auf jeden Fall mit.
Und auch diesen tollen Trailer, den wir uns angesehen haben. Und ich bin richtig neugierig, richtig gespannt, jetzt mit euch diese neuen Orte zu erkunden. Wir müssen auch mal gucken, wie wir es machen. Wir drücken einmal kurz X, um die Taschenlampe zu benutzen. Und ja, ich sehe jetzt schon, also lieber Entwickler, wenn man die Taschenlampe einschaltet, die Frames gehen runter. Ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es am Schatten. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Grafik bis auf Anschlag gedreht habe. Ich habe hier eine 6600 XT. Vielleicht ist die auch einfach nur zu schwach, aber gut. Ansonsten läuft es ja doch recht flüssig. So, hier haben wir einen nächsten Set. Ja, oder hier, ne? Läuft eher, ja, ziemlich langsam, aber immer nur in bestimmten Richtungen, fällt mir auf. Wenn wir jetzt hier hingucken, ganz, ganz flüssig. So, aber hier zum Haus, in Richtung des Hauses, ja, dann, ja, ruckelt so ein bisschen, ne? Naja, egal. So, wir drücken mal rauf. Danny, könntest du bitte jemanden arrangieren, der herkommen könnte, um diese Hintertür zu reparieren, bevor irgendjemand noch einbricht? Sie hält nicht mehr lange stand. From a crowbar or a pole, ne? Also von einer Brechstange oder so, ne? So, jemand könnte hier einfach ganz easy einbrechen. Wir kommen hier nicht rein. So, finde einen Weg, um dein Auto zu reparieren, haben wir gemacht. Finde einen Weg, um in die Gasstation einzubrechen, ne? Oder reinzukommen, wir wollen ja nicht einbrechen. So, und hier, wie gesagt, der Entwickler hatte in der E-Mail geschrieben, dass es hier hinten ein Rätsel gibt. Jetzt müssen wir auch mal gucken, wie man denn da hinten überhaupt hinkommt. Also man sieht auf jeden Fall was. In der Demo soll es wohl nicht möglich gewesen sein. Da, man sieht auf jeden Fall was. Na, werden wir uns später nochmal drum kümmern. Vielleicht finden wir die Lösung sogar raus. So, wir machen mal die Taschenlampe wieder an, sonst ist es hier doch ein bisschen zu dunkel. Und ja, wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Ob wir die verschiedenen Kapitel einzeln spielen. Also ja, jedes Kapitel ein Video oder ob ich alles zusammen mache? Ach nee, ich weiß nicht genau. Ich glaube, wir machen ja jedes Kapitel ein Video, oder? Ist doch besser. So hat man auf jeden Fall immer eine Spannung. Man hält sie aufrecht damit. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Brecheisen. Wir erinnern uns, nehmen wir mit. Eine Metallstange. So, stecken wir ein. Und dann haben wir hier noch eine neue Notiz. Wieder eine Notiz von Danny. So, left some please. Ich habe eine Zange. Moment, please in the John. Ja, ich habe eine Zange. Was war ein John nochmal? Ja, in diesem Spind gelassen oder so, ne? Ich hatte Probleme mit diesem, ja, rostigen Schloss wieder. Und das letzte Ding, was wir gebrauchen könnte, wären andere Kunden, die hier einfach so hereinspazieren. Es war 13 Stunden das letzte Mal. Ja, ist ein bisschen schwer zu übersetzen, ne? Wir brauchen auf jeden Fall eine deutsche Sprachausgabe. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn wir die noch bekommen. Dann würde ich sogar nochmal spielen, glaube ich. Nochmal auf Deutsch. So, wie gesagt, wir haben das Brecheisen auf jeden Fall. Damit machen wir jetzt hier mal schön die Türe auf und betreten mal hier diese Tankstelle. Und ich habe es ja schon gesagt, ne? Im Video der Demo-Version. Nicht nachmachen, Leute. Das machen wir nicht. So, wir halten einmal A gedrückt. Und eine Zwischensequenz. Die finde ich richtig cool gemacht. Ah, na komm schon, auf mit dir! Ah. Don't do that at home, kids. Absolut. Nicht nachmachen. Ah. Und hier habe ich sehr, sehr schlechte Erinnerungen, Leute. Ihr wisst Bescheid, ne? Ihr wisst es doch schon. Ah, bitte ärgert mich nicht. Da vorne ist der Schrank. Wir sollten diese Zange holen. Und ja, ich dachte, wir hätten die Zange bereits geholt und ich bin hier stundenlang rumgelaufen, habe diese blöde Zange gesucht. Naja, bis wir dann wieder auf die Idee gekommen sind, oder ich auf diese Idee gekommen bin, dass ich die Zange einfach vergessen habe. Tja, wir vergessen das Ganze mal ganz schnell. Und gehen mal hier weiter. So, öffne die Türe. Und gucken nach, ob sich hier mal irgendwas verändert hat. Also ich muss wirklich sagen, auch ohne Raytracing, das Ding hat eine unglaublich hübsche Optik. Das sieht so toll aus. Die Texturen sehen toll aus. Diese ganzen Modelle auch hier und auch diese Lichteffekte. Wie gesagt, auch ohne Raytracing sieht das Ding wunderschön aus. Ich bin so gespannt, was mit Abby passiert ist. Wo ist Abby? Wo ist sie hin? Sie wollte eigentlich einen Campingausflug machen. So, ne? Hier haben wir den nächsten Zettel. Wir lesen mal. This note has a piece of broken key attached. I'll keep hold of it. So, einen zerbrochenen Schlüssel. Herb. Ich habe den, was steht dahinter? Key again. Wahrscheinlich, ich habe den Schlüssel wieder zerbrochen.
Es ist einfach, weil dieses Schloss so steif ist und ich kenne meine eigene Stärke nicht. Jedenfalls hoffe ich, dass wir den Bolzenschneider nicht wieder benötigen, bevor der Schlüsseldienst kommt, ne? Und ich habe den Schlüssel sicherheitshalber hier angeklebt, ne? Danny, so, nimm mal mit das Ding, den Schlüssel, den brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier noch diese Kasse. This register is closed. No money is left in this register overnight. So, kein Geld hier drin, wir wollen ja auch nichts mitnehmen. To find some pre-war money? Ja, ne, wir wollen ja kein Geld hier stehlen. Wir wollen uns nur ein bisschen Benzin ausleihen. So, wir gehen mal weiter hier. Haben den Schlüssel. Ich glaube, der Schlüssel war aber nicht hierfür gedacht, ne? Nicht für diese Türe hier. Nee, das ist er nicht. Wir gehen nochmal weiter. Ja, mir fällt es wirklich auf. Wenn man die Taschenlampe eingeschaltet hat und man guckt sich hier um, dann gehen die Frames runter. Ich weiß nicht genau, warum. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwas mit dem Schatten hier zu tun hat, der ja zusätzlich berechnet werden muss. Aber ist auszuhalten. Es sind jetzt nicht 15 Bilder oder so. Also man hat hier schon seine... Also hier würde ich sagen 30 bis 40 Bilder pro Sekunde. Wenn man jetzt aber hier hinguckt, hat man locker wieder seine 60 Bilder pro Sekunde. Naja, egal. Es funktioniert auf jeden Fall. So, wir gehen mal weiter. Wir gehen jetzt mal... Ach nee, Moment mal. Ach doch, oder? Müsste das hier sein, ne? Wir gucken mal nach, ob wir das Ding hier aufkriegen. Der Schlüssel. I've put the broken key in the padlock, but I can't turn it with my bare hands. So, wir können das Ding jetzt nicht I can't turn the broken öffnen. Key by hand. I can't get purchase. Gut, wir brauchten also irgendwas, um das Ding hier aufzubekommen. Ich habe tatsächlich jetzt vergessen, wo das Brecheisen war. Wir hatten doch eigentlich, warte mal, wir gehen mal kurz nochmal in unser Inventar. Ne, wir haben den Schlauch hier. Wir brauchen das Brecheisen. Wo war denn jetzt nochmal das Brecheisen? Wir hatten ja diese Stange mitgenommen. So, die Stange lag ja hier. Aber ein Brecheisen war hier nicht. Wo kriegen wir denn jetzt nochmal ein Brecheisen her, Leute? Wir hatten ja das Spiel eigentlich schon gespielt. Eigentlich sollten wir es wissen, aber mein Kurzzeitgedächtnis. Ich denke, ich gehe mal jetzt davon aus, dass hier nichts liegt, oder? Was haben wir hier? Ah, doch, die Box, oder? Ja, hier, Leute, guckt euch das an. Could be handy. Ja, den nehmen wir mit. So, und jetzt gehen wir hier nochmal in diesen Raum rein. Ich glaube, das war der Schlüssel hierfür. Genau, auf die Türe. So, nur mit Maske betreten. Und hier kommt diese Sache, ne? Wir haben das Ding hier geöffnet. Ich habe mich hier schön mit diesen Dosen beschäftigt. I remember when these became like gold dust. Was waren das hier eigentlich? Bathroom Tissue. Was war ein Tissue? Eine Seife oder so? Nee, ne? Incredibly soft. Oder doch könnte... Ah, nee, Tücher, ne? Es sind Tücher, glaube ich. Weiche Tücher. So, legen wir wieder zurück. Und hier ist die Zange, die hatten wir... Never leave home without them. Genau. Die hatten wir beim letzten Mal vergessen. Nehmen wir wieder mit. Und wir machen das Ding hier zu. Oh, ich freue mich auf dieses Spiel. Ich war so verliebt in diese Demo-Version. Das sah so gut aus und so vielversprechend. Vor allem in diesem Trailer, was man da alles noch gesehen hat. Diese Außenlandschaften da, ne, am Tage und alles. Richtig spannend. Und vor allem wollen wir alle wissen, wo Abby verschwunden ist. Wo ist sie hin? In diesen unheimlichen Wäldern. Irgendwo in den USA, nehme ich an. Ne? Das sieht ja hier wirklich aus wie die USA. So, jetzt gucken wir mal nach. Aha, die Zange. Zack. Ah, the pliers added grippage to the broken key. So, und hier nehmen wir jetzt auf jeden Fall das Ding mit. I'll keep hold of it. Dieser leere Tankbehälter hier, ne? Nehmen wir mit, stecken wir ein. Und dann hatten wir doch hier diese Brechzange. I could cut through just about anything. Handy. So, nehmen wir auch mit. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Ah, was mich auch noch interessiert, können wir das Ding zumachen? Nee, können wir nicht. Was mich auch noch interessiert, wir drücken einmal kurz diese obere Taste. Und dann haben wir hier Storyline. Who is Abby? Gas Station? Use the navigation keys to move around. So, wir sollen die Navigationstasten benutzen. Oh, die Musik ist so schön, oder? Hört euch das doch mal an. Wunderschön. Die Musik ist wunderschön. So, die Storyline. Wir drücken einmal kurz A, um zu interagieren mit der Gasstation. This deserted gas station must have some fuel left somewhere. Ja, ne, diese Gasstation muss doch hier irgendwo noch ein bisschen Benzin haben, damit wir hier endlich weiterfahren können und um unsere Schwester Abby zu finden. Wir suchen sie, aber wir kamen ja wohl auch irgendwie nicht, warte mal, wir kommen jetzt wieder zurück, die obere Taste, wir kamen ja wohl auch irgendwie nicht sonderlich klar mit ihr. Er sagte ja am Telefon vorhin zu Eddie, dass sie auch mal sehr schwierig sein kann.
Was genau er damit meint, wissen wir immer noch nicht, aber finden wir bestimmt noch raus. Abby. Und warum heißt das Spiel eigentlich Who is Abby? Wer ist Abby? Und nicht Where is Abby? Also wo befindet sich Abby, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, was müssen wir jetzt tun? Wir wollen doch eigentlich... Ach hier, guck mal. Doesn't seem to do anything right now. Genau, wir brauchen Strom. Wir müssen ja das Ding hier irgendwie This is controlled from somewhere else. Runterkriegen. Wie waren das, Leute? There must be another way to lower this. So, es muss einen anderen Weg geben, das Ding runterzufahren. Ach, das ist irgendwie cool. Wir haben das zwar schon gespielt, aber... Also ich zumindest habe vergessen, was wir machen müssen. Ihr wahrscheinlich nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. War hier noch irgendwas? Ah ja, hier, ne? Guckt mal. Handy information, I guess. Genau. Wir sollen remove the cap from the container. Stick, genau. Daran saugen. Genau, das kennen wir bereits, ne? Das hatten wir uns angeguckt. So, wie war denn das? Wir haben ein Brecheisen dabei. Bolzenschneider. Was sollten wir nochmal mit dem Bolzenschneider machen? Ich wette, dieses könnte ich... Mit dem könnte ich irgendwas... kaputt machen. Also irgendwas schneiden natürlich. Aber was nochmal? Wir sollten... Ach, hier, oder? War das das hier? Das hier, genau. Zack. Und auf das Ding. So, und jetzt mussten wir, glaube ich, die Dinger hier in die richtige Reihenfolge drücken, ne? Einmal. Zweimal. Dreimal. Falsch. Ah, wie waren das, Leute? Wie waren... Ach so, Moment. Moment. Die Telefonnummer, ne? Die hatten wir doch hier. 4132. Da stand doch dran, auf der, also vorne an der Notiz. 4132. So, machen wir direkt. 4132. So, müssen wir aber erstmal das Ding wieder zurücksetzen. So. 4132. Zack. Und das Ding müsste jetzt eigentlich laufen, ne? So, jetzt gehen wir mal zurück und gucken nach, ob wir das Ding hier runterbekommen. Ah, ich mag solche Spiele. Spiele, wo man wirklich Rätsel lösen muss. Rätsel, die jetzt nicht sonderlich schwer sind, aber auch nicht zu einfach. Man will ja auch so ein bisschen rumfummeln hier, ne? So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding hier runterbekommen. Drücken hier einmal die Taste. Zack. Und der LKW kommt runter. So. Und jetzt müssen wir nur noch hier unseren Schlauch befestigen. Zack. Das geht doch deutlich schneller als in der Demo-Version. So, jetzt nehmen wir hier unsere Kanne. Genau. Die ist voll. Und jetzt können wir unser Auto auffüllen. Genau. Put the gas in your car so you can get back on the trail. So, wir sollen unser Auto jetzt damit auffüllen, um wegzukommen. Aber trotzdem, jetzt will ich unbedingt noch rausfinden, was der Entwickler meinte. Er sagte tatsächlich in der E-Mail, dass es hinten, hinter der Gasstation, ein Rätsel gibt. Das Rätsel soll wohl schon in der Demo-Version da gewesen sein, aber wir konnten es nicht benutzen. So, und jetzt hier in der Vollversion natürlich können wir es benutzen. Hier hinten ist was. Wie kommen wir da hin? Vielleicht ist ja hier irgendwo noch ein Weg. Wartet mal, hier draußen vielleicht? Wir gehen mal hier zurück. Vielleicht kommen wir da irgendwie vorbei. So, hier vorne ist ja unser Auto. Das befüllen wir auf jeden Fall gleich. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Hier ist ein Zaun. Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Oh, hier ist ja die... Ja, hier ist die Straße. Hier kommen wir... Genau, von hier sind wir gekommen. Hier kommen wir nicht lang. Wir gucken mal, ob wir rennen können. Ja, wir können auch rennen, wenn wir die linke Triggertaste drücken. So, die Tür wird wahrscheinlich immer noch zu sein. Was meinte der Entwickler damit? Ich will's jetzt rausbekommen. Wir wollen uns ja nicht blamieren. Können wir hier irgendwas machen? This is no help. There's no gas in here. Nee, hier ist kein Gas drin. Brauchen wir auch gar nicht mehr. Wie kommen wir da hin, Leute? Da ist auf jeden Fall irgendwas. Wie kommen wir da hin? Ein geheimes Rätsel. Das würde mich ja schon sehr, sehr interessieren. So stand es jedenfalls in der E-Mail. Hier kommt man auch nirgendwo durch. Hier ist keine... Oh, wartet mal hier.
Surprised not to see a mattress in here. Ganz viel Müll, ein altes Radio. Surprised not to see a mattress in here. So, das hier sieht ja aus wie so ein altes Klo oder so, ne? Guck doch mal, da ist doch was. Wie kommen wir da hin? Vielleicht sollte ich mir nochmal die E-Mail durchlesen. Aber, nee, ich erinnere mich eigentlich ganz gut daran. Er hatte gesagt, hinter der Gas Station, hinter der Tankstelle, ist ein Rätsel. Und ich gehe mal davon aus, dass er das da hinten meint. Ach, hier! Guckt euch das mal an! Das war in der Demo-Version nicht möglich gewesen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Wie cool ist das denn? Das ist ja cool. Was haben wir hier? Was steht hier dran, ne? Irgendwas mit Creek Trail und hier Main Trail Route. Der Hauptweg. So, hier geht's noch lang. Guckt euch das mal an, Leute. Wow. Ach, ich freue mich. Ich freue mich, dieses Spiel zu erkunden. Wirklich nochmal. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Spiel. Ich freue mich richtig darüber. So, und ich hoffe natürlich für den Entwickler, dass sein Spiel auch richtig gut läuft, dass es sehr, sehr gut ankommt. Also ich kann jetzt schon mal sagen, oh, was ist nu? Mir gefällt es jetzt schon mal. Ein Geheimnis, Leute. St. Judith Memorial Site. Shadow Creek Trail Start. Was ist denn das? Guck mal hier. Trail Instructions Poster. Mind the path. Also beachte den Pfad, ne? Stay clear. Genau, also bleibe fern von losen Steinengebieten oder so, in der Nähe von Abhängen, sei vorsichtig und bleibe auf dem Weg und so weiter, ne? Nicht ausrutschen und schütze die Landschaft hier. Seh dich vor, genau, seine Umgebung, auf seine Umgebung aufpassen. Man könnte fallen natürlich unter den Bäumen, hier Wurzeln und so, ne? Man könnte darüber stolpern. Und eine... Ja, von kaputten Bäumen sollte man sich fernhalten und ehre die Natur. Respektiere das Wildleben und das Pflanzenleben. Mache nur Fotos, hinterlasse nur Fußabdrücke. Und genau, ne, deine Kooperation erhält die Schönheit von diesem Platz hier. So, legen wir mal wieder zurück. Absolut, also kann ich nur bestätigen, das sehe ich ganz genauso. Was haben wir hier noch? Ein schönes Trailposter. Welcome to St. Judas Memorial Trail. Wow, wunderschön hier. Oh, ich liebe sowas. Mögt ihr Berge und so? Also so Berglandschaften? Die Alpen und so weiter? Die Schweiz? Ich liebe sowas, ja. War ich jetzt auch schon mehrmals dort gewesen. Kann ich nur empfehlen. Wunderschön. Gerade im, im Sommer, ne? Was haben wir hier? Bitte beeile dich mit diesem Foto. Ich möchte endlich wieder auf den Weg zurück. Hier fehlt noch ein Foto, Leute. Wölfe, hier gibt's Wölfe in diesem Gebiet. Kenne deine Wölfe. Der graue Wolf? Wenn du ihn siehst, er bleibt... Nee, wir sollen ruhig bleiben und nicht rennen. Ja, ne, also... Wir sollen auf den Wolf hier aufpassen. Legen wir erstmal wieder zurück. Interessant, sowas haben wir hier. Wir sollen... Wartet mal. Wir sollen hier irgendein Foto zurückhängen. Das meinte er also mit Rätsel. Vielleicht liegt das Foto ja hier irgendwo. Was ist das hier? Ach, guck mal. Memory Fragment Collected. Wir müssen also verschiedene Teile finden von dem Poster. Das machen wir jetzt direkt. Das erste richtige Rätsel. Was haben wir hier? Strange Notes. Was ist das denn? Eieiei. Erinnert mich an... Ach, hier, guck mal. The Key... Lingers where the story fades. Der Schlüssel befindet sich dort, wo die Story verblasst, ne? Irgendwie so. Wahrscheinlich genau. Wir müssen die ganzen Sachen jetzt finden. Diese Posterstücke, diese Fragmente müssen die hier ranmachen. Wir können ja mal gucken. Ja, es passt. Und wenn wir das gelöst haben, wahrscheinlich ja, dann bekommen wir irgendeinen Schlüssel oder so. Mal gucken. Wir gehen mal weiter. Haben wir jetzt eigentlich das... Ja. Taschenlampe haben wir an. Wir gehen mal weiter hier und gucken nach. Oh, wie der Mond hier so schön scheint, ne? Sehr, sehr mystisch. So, eigentlich sollen wir ja unsere Schwester finden, aber wir haben gerade anderes zu tun. Shadow Creek Trail, Main Trail Route. Wir brauchen weitere Fragmente.
gleich da vorne. Und? Wölfe. Ich frage mich, wo wir hier Speicherpunkte haben. Ich hoffe, er speichert hier generell. So, hier ist noch ein Fragment. Nehmen wir mit. So. Bevor die Wölfe kommen, wir rennen nochmal zurück. Kleben das Ding hier an. Gut, dass wir auf jeden Fall schon mal Benzin haben. Wir können unser Auto auffüllen gleich. Aber erst will ich dieses Rätsel hier lösen. So, eins, zwei. Wahrscheinlich brauchen wir jetzt noch zwei Fragmente. Wir gehen nochmal zurück. So, wir sind jetzt bei 28 Minuten. Immer noch in Kapitel 1. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann wahrscheinlich, wenn wir das Fragment jetzt hier gefunden haben, zusammengepuzzelt haben, auch noch direkt das zweite Kapitel spielen. So, finden wir hier noch mehr. Kommen wir hier irgendwie durch? Wartet mal. Blocked. I guess I'm not going this way. So, blockiert. Wir kommen hier nicht weiter, Leute. Wir brauchen aber weitere Fragmente. Wo könnten die sein? So, hier hatten wir eins gefunden, ne? Hier hatten wir ein Fragment gefunden. Wir brauchen jetzt noch weitere Fragmente. Zwei, meiner Meinung nach. Aber wo könnten die sein? Oh, ich mag diesen Grafikstil. Die Unreal Engine, ne? Wir haben hier die Unreal Engine wieder. Deswegen sieht das Ding ja auch so klasse aus. So, wo könnten denn bitte die anderen Fragmente sein? Eigentlich geht's ja nur da hinten lang, ne? Also wo wir gerade die Wölfe gehört haben. Oh, ich mag auch diese Soundkulisse hier, wie alles knackst. Diese ganzen Äste und so. Voll schön gemacht. Also wenn hier irgendwo noch ein Fragment seht, Leute, sagt mir mal gerne Bescheid. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Fragmente hier vorne liegen, oder? Ach so, vielleicht ja hier. Wir gehen hier mal nochmal lang. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas auf dem Boden oder so. Irgendein Fragment. Hier geht's noch hoch. Ne, hier geht's doch nicht hoch. Hier vielleicht? Oh, wie gruselig, ey. Man hört hier überall diese Wölfe. Hoffentlich fallen sie uns nicht an. Hier geht's noch lang, oder? It's blocked. Clearwater's not making this easy. Ne, hier geht's nicht lang. Genau, Clearwater, ne? So heißt ja dieser Ort hier übrigens. Finden wir noch diese anderen Fragmente? Hier, Leute, guck mal. Nehmen wir mit. So, mal gucken, ob es das letzte ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, eins fehlt da immer noch, ne? So, oder? Ist es das? Leute, wir haben's. Diary Page. So, was steht denn hier? Restarted our big adventure. Wir haben unser großes Abenteuer gestartet heute. Und ich bin... eager to leave the city's noise. Ah, und ich bin froh, die Stadtgeräusche hinter mir zu lassen. Wir haben angehalten an einer alten Gasstation hier an der Tankstelle, ne, wo wir auch gerade sind, im draußen in Clearwater. Und marking the edges oder edge of where the urban fades. Genau, und wir haben Markierungen hinterlassen, wo ich glaube, das Stadtleben oder so endet oder verblasst und die Wildnis beginnt, die wilde Reise beginnt. Ich habe einen Mix von Spannung und Nerven über das, was wir finden werden auf diesem Weg vor uns. Tom? Was, Tom? Is his same old self? Oh, Leute, mein Englisch ist so schlecht. Tom is the same old self? Derselbe alte Self? Not, was? Wanting? Not wanting to leave the city. Tom möchte die Stadt... Nee, wartet mal. Was heißt das? Tom ist... old self, not wanting... Not wanting? Hä? To leave the city. Also er möchte die Stadt nicht verlassen oder so, ne? Ich werde mit ihm aber nochmal reden. Vielleicht kommt er dann nochmal mit oder so. Und jetzt hat er keine andere Wahl mehr. Jetzt sind wir hier. So, okay. Haben wir es überlebt? Wir haben das Ding mehr oder weniger übersetzt. Sehr interessant. Haben wir das erste Rätsel schon mal gelöst. So, A drücken wir. Das Ding ist da. Inventory item collected. So, jetzt gucken wir mal kurz nach, ob wir... Was ist denn, wenn ich jetzt hier nochmal raufdrücke? So, lasst uns losgehen. Ich nehme dich mit zu Plätzen, an denen du niemals geglaubt hättest.
Jetzt öffnen wir ganz kurz mal aber unser Inventar. So, wir haben jetzt hier nichts mehr drin, ne? Inventory, Memory Fragments, genau, haben wir nichts hier. Und Memory Fragments found, 3 von 3. Ja, schließen wir. Haben wir das Rätsel auf jeden Fall gelöst. Cool gemacht. So, jetzt gehen wir aber mal ganz, ganz schnell zurück zu unserem Auto und gucken nach, ob wir die alte verlassene Tankstelle verlassen können. Wahrscheinlich ja. So, und da hatte ja dann auch die Demo geendet, ne? Da hat die Demo geendet, da haben wir aufgehört und da geht es dann jetzt direkt weiter. Und ich würde sagen, dass wir hier für die erste Folge auch direkt weitermachen. Hier ist noch was. Was war das hier nochmal? No Self-Service Note. Also keine Selbstbedienung. Wegen mehrerer Missstände oder Missbräuche. Warten Sie bitte auf die Assistenz. Vielen Dank. So, dann drücken wir jetzt hier einmal A. Und ich würde sagen, wir verlassen hier diese idyllische, gemütliche Tankstelle. Ey, das ist so schön hier. So schön hier. Aber wir haben eine Mission zu erledigen. Wir müssen unsere Schwester finden. Unsere Schwester Abby. Los geht's. Right, car's fueled up. Time to get on the road. Auto ist aufgefüllt. Zeit loszufahren. So, wir steigen ein. Und los geht's. Feeling a bit better now that the car's got some fuel in it. I can get back to my search for Abby. The trail she took is somewhere around here. I've just got to find a way to get down there. Statisches Rauschen. Our top story tonight. The search continues for an escaped patient from the Clover Grove Institution. Ein Patient ist geflohen. Der Hirsch. Wir erinnern uns. Und wie geht's jetzt weiter? Lost in the woods. In den Wäldern verloren. Es geht weiter, Leute. Das hier kennen wir noch nicht. Mitten in den Wäldern suchen wir unsere Schwester, Abby. Doch wir hatten einen Unfall. Da war ein Hirsch auf der Straße. Ah. Ah. Checkpoint. So, wir sollen uns erstmal umsehen, um hier Hilfe zu bekommen. Leute, auf der Straße war ja der Hirsch. Das kennen wir noch aus der Demo-Version. Jetzt sind wir hier. Wir haben den Unfall überlebt. Gott sei Dank. Wow, jetzt bin ich neugierig. Wie geht es jetzt hier weiter? So, Licht funktioniert auf jeden Fall noch. The car's totaled. I don't even remember the crash. Looks like I came down over that cliff. Ja, wir können uns nicht mal wirklich an den Unfall erinnern. Wir sind hier irgendwie die Klippen runtergestürzt. Dass wir das überhaupt überlebt haben. So, wir gehen jetzt mal weiter. Wir machen mal unsere Taschenlampe wieder an. Taschenlampe haben wir gar nicht. Open Storyline. Wir öffnen mal ganz kurz die obere Taste. Car Crash Site. So, jetzt gucken wir mal. Ah, hier ist die... Moment. Das war die Tankstelle, genau. I'm quite proud of myself for coming up with that solution. Genau, wir sind stolz auf uns, dass wir hier diese Tankstelle erreicht haben. Jetzt geht's weiter. Had to siphon gas from the mixer truck. It's desperate times. So, wir haben uns hier vom Mixer-Truck ein bisschen was ausgeliehen. Und dann hier... Crash the car. I can't remember how, but I need to find help. Genau, ne, der Autounfall. Sind wir hier runtergestützt, die Klippe, weil der Hirsch da oben auf der Straße war. Und jetzt drücken wir einmal wieder die obere Taste und gucken nach, wie es weitergeht. Taschenlampe haben wir jetzt gerade nicht, tatsächlich. Können jedenfalls gerade nicht X drücken. Da vorne, wir sehen schon, da kommt doch irgendeine Hütte oder so. Wir sind hier in den Wäldern unterwegs. Das sieht so mystisch aus. There's a cabin up there with the light on. I need to get there. Maybe I can get some help. So, genau, da vorne ist eine Hütte. Vielleicht bekommen wir da ja sogar Hilfe. Und wir hören es jetzt hier schon. Die Wölfe. Da vorne ein Reh. Oder wieder ein Hirsch. Hoffentlich haben wir nicht seinen Kollegen umgefahren. Und er vermisst ihn jetzt.
Oh! Whoa! Who's shooting? Wer schießt denn da? Können wir uns ducken? Wir können uns nicht ducken. Irgendwelche Wilderer oder so, was haben wir hier? Irgend so eine Plane. I always feel there's something sinister about a tarp just laying in the woods. Ja, ist doch etwas merkwürdig, wenn jetzt hier einfach mal so eine Plane mitten im Wald rumliegt. Warum? So, jetzt gucken wir uns hier mal erstmal um. Shadow Creek Trail? Signs for the trail. Abby must have gone this way. Also Abby soll wohl irgendwie diesen Weg hier lang gelaufen sein, wahrscheinlich. Backwater View? It's a trail sign. I'm pretty sure it's the one Abby went on. So, Abby könnte aber auch hier lang gelaufen sein und Main Trail Route. This looks to be the trail she took. I'm sure I recognize the name. Also er meint, Abby könnte überall lang gelaufen sein. Sie könnte hier, hier oder hier lang gelaufen sein. Wo gehen wir uns zuerst lang? Hier lang oder hier lang? Ich würde sagen, wir gehen mal nach links, ne, zur Hütte erstmal. Das wäre dann der Main Trail, die Main Trail Route. Ja, gehen wir hier erstmal lang, ne? Hier ist ja auch der Hirsch lang gelaufen. Vielleicht finden wir da Hilfe. So, da vorne ist die Hütte. Aber, wie gesagt, wir haben keine Taschenlampe. Hätten wir die Taschenlampe vielleicht aus dem Auto noch mitnehmen sollen? Wollen wir nochmal kurz zurückgehen? Nee, oder? Oder doch? Wollen wir nochmal zurückgehen? Ach, egal, wir gehen jetzt einfach mal. Vielleicht bekommen wir die Taschenlampe ja nochmal wieder. So, Main Trail Route. Müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie durchkommen. Wahrscheinlich nicht, ja? I can't get through this way. Na gut, ich würde sagen, wenn wir schon mal zurückgehen, dann gehen wir nochmal ganz kurz zum Auto und gucken nach, ob wir irgendwo die Taschenlampe bekommen. Muss ja irgendwo sein, ne? Da brauchen wir die gar nicht mehr. Vielleicht hat die Taschenlampe das auch gar nicht überlebt. Da vorne ist unser Auto. Ja, ne, wir rennen mal ganz kurz nochmal zurück. Vielleicht brauchen wir die doch. Da vorne ist unser Auto. Wir gucken mal einfach in den Kofferraum oder so. So, das Auto leuchtet auf jeden Fall kräftig. So, mal gucken, ob die hier irgendwo liegt. Taschenlampe. Wahrscheinlich nicht, ne? Da können wir nichts machen. Boah, wie das Auto aussieht. So, hier hinten vielleicht? Nee. Nee, hier ist keine Taschenlampe. Dann. Genau, dann müssen wir doch weiter. So, wir rennen wieder. Und gehen dann einfach mal nach rechts. Irgendwie müssen wir diese Hütte da hinten erreichen. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie Hilfe bekommen. Vielleicht hat da hinten auch jemand Abby gesehen. Unsere Schwester. Guck mal hier, hier geht's auch noch weiter, ne? Oder? Nee, hier geht's nicht weiter. Ich liebe es einfach, mir solche Spiele anzugucken. Vor allem sind wir eine der ersten, die dieses Spiel hier ausprobieren. Richtig cool. Oh, das sieht so toll aus, ne? Guckt euch das mal an hier, dieser Boden mit den Reflexionen. Leider, wie gesagt, ohne Raytracing, aber diese Screen Space Reflections sehen ja auch richtig klasse aus. Und hier muss ich auch sagen, läuft das enorm flüssig. Also hier haben wir keine Frame-Einbrüche, die hatten wir wirklich nur an der Tanke. Erstmal. Telefon. Eddie ruft an, wir drücken mal. Hey man, how you getting on? Ah, I just crashed the car down a hill. But it's fine, I'm okay. I'm continuing on foot. You crashed? Are you hurt? Yeah, man. It's okay. I'm fine, honestly. The adrenaline's keeping me going. Perhaps you should come back. What? Why would I? Damn, the signal cut out on me. Na klar. Man kennt's nicht anders. Im Wald und der Empfang ist weg. Das ist nicht mal unrealistisch, Leute. Ist bei mir auch so. Wenn ich hier im Wald bin, direkt ist der Empfang weg. Man kann nicht mal YouTube checken. So, wir sind auf der Route. Also, Eddie hat angerufen. Er wollte wissen, was nun los ist. Ob wir, ja, unsere Schwester bereits gefunden haben. Wir haben ihm davon erzählt, dass wir diesen Autounfall hatten, ne? Und er hat sich natürlich direkt Sorgen gemacht, unser Kumpel Eddie. Und hat gesagt, wir sollen doch lieber wieder zurückkommen. Aber keineswegs. Wir müssen unsere Schwester finden. Unsere Schwester Abby. Und schöner See hier mitten im Wald. Wow. So, wir gehen mal weiter. Da vorne kommt irgendein Licht. Jetzt haben wir hier eine Lampe. Vielleicht können wir uns diese Lampe ja sogar mitnehmen. Wir gucken mal. So, Shadow Trail. Oh, das sieht so toll aus, Leute. Ich bin verliebt in dieses Spiel. Nicht nur in dieser... Oh, was ist nun? Peaceful lake. I think it leads round to the trail of remembrance. Perhaps there's a cut through. What was that? Wir hatten gerade irgend so eine Art Flashback oder so. War das unsere Schwester Abby? Wahrscheinlich, ne? Sie war wohl also hier. Abby war hier. Vielleicht finden wir sie. Vielleicht ist sie sogar hier in der Hütte. Mal sehen. Nee, ich muss sagen, ich bin verliebt in dieses Spiel. Ich mag es, diese Atmosphäre hier. Wie die Blätter von den Bäumen fallen.
Es scheint Herbst zu sein. Keep out. No trespassing. Kein Durchkommen. Ja, wir machen es trotzdem. Wir gehen mal hoch. Mal gucken, ob was passiert. Ja, wir kommen sogar hoch. Finden wir hier irgendwas? Irgendein Geheimnis? Da vorne kommt ja dann irgendwo die Hütte. Können wir hier irgendwas sehen? Leute, hier geht's weiter. Guck mal. Wartet mal, wenn wir jetzt da hinten langlaufen, dann kommen wir doch bestimmt zur Hütte, ne? Oder da vorne ist auf jeden Fall noch was, irgendwelche Tische und so. Wollen wir erstmal da vorne hingehen? Wir gehen erstmal nach vorne, ne? Guck mal nach, was da hinten ist. Guck mal, da ist doch irgendwie so eine Campingstelle oder sowas, ne? Wir gehen mal ran. Hier rechts, ne? Ich glaube, hier ist zu, ne? Hier geht's wahrscheinlich nicht weiter, ne? So, hier ist so ein Ding abgebrochen sogar schon. What a quaint little picnic area. So ein kleines Picknickgebiet. Hier hat sogar eine Schaukel gehangen. Also hier war bestimmt Abby, ne? Unsere Schwester. Ja, mein Ruder. Guck mal. Memory-Fragment wieder. Ah. It's not doing much swinging these days. Maybe one day it'll swing again. Also wir haben jetzt wieder ein Fragment gefunden. Das Ruder. So. Hier ist so ein kleiner Grill wahrscheinlich, ne? Tisch. Eine kleine Picknickstelle. Was soll man damit jetzt machen? Wir haben ein Ruder. So, hier geht's wahrscheinlich nicht weiter, ne? Wir müssen wohl wieder irgendein Rätsel lösen. Und die Fragmente zusammenbringen. Wenn wir ein Ruder haben, brauchen wir doch sicher irgendwie ein Boot oder so. Wir könnten noch mal ganz kurz zurückgehen und gucken, ob wir da jetzt irgendwas machen können. Ob wir vielleicht das Ruder da irgendwie anbringen können. Und wie gesagt, die Schaukel. Da hing ja eine Schaukel. So, mal gucken, können wir hier irgendwas machen? Was ist das hier? Ein Anker? Aber hier können wir nichts machen. Nee, hier auch nicht. Ja, würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Nach rechts geht's ja noch. So, hier sollte man ja eigentlich nicht langlaufen, aber ich glaube, wir müssen da langlaufen sogar. Aber das interessiert mich jetzt. Ich will ja dieses Rätsel hier eigentlich lösen. Wir brauchen Fragmente. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Wir haben Ruder. Hier unten, guck mal. Was ist denn das? Chess Piece found. Was soll das sein? Chess Piece. Piece. Was ist denn das? It's not doing much swinging these days. Maybe so, genau. One day it'll swing again. Das war die Schaukel auf jeden Fall. Hier geht's nicht weiter. Wir drücken mal ganz kurz unser Inventar an. So, Fragmente. Wie kann man das Ding jetzt öffnen? Unit Memory Fragments to restore lost memories and reveal their hidden significance. Oder so. Genau, wir sollen die einzelnen Fragmente ja zusammenfügen. Haben wir ja beim ersten Rätsel auch so gemacht. Wie können wir jetzt... Ah, so, okay. Ein Boot paddeln. So, 1 von 4. Wir brauchen also noch weitere 3. Wir sollen uns umsehen. Wo kriegt man denn noch die anderen her? Wahrscheinlich sind die hier irgendwo im Wald verstreut, oder? Wir gehen jetzt einfach mal da diesen Geheimgang lang. Also hier diesen, wo man eigentlich nicht lang gehen sollte. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. So, und was ist dieses Chess-Ding? Ah, wäre schon cool, ne? Wenn wir hier eine deutsche Sprachausgabe bekommen. Macht das Ganze natürlich dann einfacher. So, wir springen jetzt hier mal rum. Checkpoint erreicht. Heißt das eigentlich, wenn wir jetzt einen Checkpoint erreicht haben, dass wir, wenn wir jetzt das Spiel beenden, auch hier weitermachen würden? Wahrscheinlich, ne? Was ist denn, wenn wir jetzt den Start drücken? Continue, reload, last checkpoint. Ja, ne? Continue game. Wahrscheinlich wird es dann so sein. Hier? Storyline Area unlocked. So, wir haben eine, ja, hier von der Geschichte, ne? Haben wir irgendwas freigeschaltet? Wir gehen jetzt hier weiter. Was ist das hier? Very cold water. Useful if you want to get something wet. Falls wir irgendwas Nasses brauchen, könnten wir das hier nochmal benutzen. So eine Taschenlampe haben wir immer noch nicht. Hier ist eine Hütte. Ist das die Hütte, die wir gesehen haben? Nee, ich glaube nicht, ne? So, hier geht's noch weiter. Wir gehen mal zur Hütte und gucken mal nach, ob wir da irgendwas machen können. Ah, ich will mir natürlich alles ansehen, ne? Wir wollen uns ja richtig umgucken hier. Wir wollen nichts verpassen. Hier geht's noch nach hinten. Ah, hier ist nichts weiter. Auch kein Fragment oder so. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie reinkommen in die Hütte. Hier, was ist denn das hier? Stromkasten oder so? So, wir kommen hier auf jeden Fall rein. Hoffe ich, oder? Nee, wir brauchen... There, but it's locked. Ah, wir brauchen einen Schlüssel. It's locked.
Wo kriegen wir denn einen Schlüssel her? So, hier kommen wir nicht weiter. Ah, I thought there might be something over here. I guess life is just full of disappointments. Wir brauchen einen Schlüssel, Leute. Guck mal, da oben ist die Hütte, ne? Und das ist die richtige Hütte. Da gehen wir jetzt mal hin. Da kriegen wir doch bestimmt einen Schlüssel her. Und wir müssen aufmerksam sein, ob wir hier noch weitere Fragmente finden. Es ist dunkel. Wir haben immer noch keine Taschenlampe parat. Oh, it's so cold. Es ist echt kalt hier draußen. So, wir erreichen jetzt die Hütte. Vielleicht ist da jemand. Vielleicht kriegen wir da sogar Hilfe. Oder vielleicht ist Abby da. Oder derjenige, der in dieser Hütte ist, hat Abby gesehen. Mal sehen. So, wieder hier. Checkpoint erreicht. Da ist die Hütte. So, hier gehen wir mal... It's too dangerous to walk through. Ja, hier gehen wir mal nicht lang. Hier würden wir uns so ziemlich die Haare absengen. So, was haben wir hier noch? Ein Stromkasten? Yeah, I'm not messing with this. Ja, damit legen wir uns mal lieber nicht an. Someone has to be around. The light's on inside. Genau, das Licht ist an da drinnen. Also muss doch hier irgendwo jemand sein. Bevor wir hier gucken, gucken wir uns hier außen erstmal ein bisschen um. So, wieder Storyline-Area freigeschaltet. Hier geht's noch lang, hier geht's runter. Ach so, guck mal. Wieder so ein Geheimgang. Gucken wir gleich mal, wo der hinführt. Aber erstmal... Hier ist doch was, oder? Eine Notiz. Lesen wir mal. Na, komm schon. So, jetzt. Oh, das kann man sehr, sehr schlecht lesen. Arnold, glaube ich, ne? The bars for the boat have gone. Was sind denn Bars? Ruder vielleicht? Für das Boot sind weg. Sie sind, werden vermisst. Und ich habe irgendwas dahinter gefunden, was nicht unseres ist. Ein Picknick? Backshot oder so? Picknick und ein blaues hier, so ein blaues Tuch. Wahrscheinlich das, was wir auf dem Boden gesehen haben, ne? Ich habe sie in der Hütte gelassen, falls jemand vorbeikommt und danach fragt. Was sind denn Bars oder Oars? Falls du die Bars oder Oars findest, ja, lege sie zum Boot. Warte mal, wir übersetzen das mal ganz kurz. Ja, es sind Ruder, Leute. Oars sind Ruder. Wieder was gelernt. Sally. Arnold und Sally. So, legen wir das Ding wieder zurück. Eine alte Schubkarre. So, jetzt gucken wir mal, ob wir reinkommen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist die Türe abgesperrt. Aber ist ja auch verständlich, ne? Oh, nee, Leute. Wir kommen rein. Hallo? Ein Feuerzeug. Oh, wie mystisch ist das gemacht. Checkpoint erreicht. So, wir sollen das Innere der Kabine untersuchen. Hallo, ist jemand zu Hause? Ey, wie geil sieht das bitte aus? Wow, wie schön. So, wir sollen uns mal hier umgucken. Jetzt haben wir hier nochmal eine Notiz. Eine Notiz von John. Sally, das Licht in der Hütte ist verloren. Bitte sei vorsichtig, da... Achso, falls es runterfällt, was? And pull the electric cable out again und hol das Stromkabel wieder raus. Arnold, wartet mal. Das Licht in der Hütte ist loose, verloren oder aus? Bitte sei vorsichtig, da es runterfallen kann. Achso. Und das Stromkabel wieder rausziehen könnte. Irgendwie so, ne? So, legen wir mal wieder hin. Guck mal hier, was ist denn das? Nehmen wir mal mit. Chesspiece found. Was ist denn das? Ein Chesspiece? Könnt ihr es mir erklären? Guck mal hier. Gewehr. A rifle. I wonder if this is the one that's been shooting. Ein Gewehr. Das muss das Gewehr sein, was wir gehört haben im Wald. Ein leeres Gewehr übrigens. Empty rifle. So, legen wir wieder zurück. Also hier wohnen wirklich Wilderer, ne? Guck mal hier. Ein Headset. Wir drücken mal A. Cool.
cool headphones. Reminds me of my gaming days. I used to really like walking simulators. Ja, ich mag auch Walking-Simulationen tatsächlich. Mag ich ganz gerne mal zur Entspannung. Ja, das sieht so detailliert aus, ne? Wunderschön. So, legen wir wieder zurück. Und was haben wir hier noch? Do you copy? Do you copy? Habt ihr verstanden oder so? This is a message for McAllister. Please report back if you have any update on the subject. We are now about 3 days in, and I'm concerned for the safety of those involved. Hm, well, I don't like the sound of that. Wartet mal, über das Subjekt? Was meinen die? Was geht hier vor sich, Leute? Was meinten die mit einem Subjekt? Wow, I think everyone had these speakers at one point. Computerspeaker, irgendwelche Lautsprecher. Ey, das sieht so detailliert aus, wow. Power, 100 Watt, legen wir wieder hin. So, und dann haben wir hier ein Feuerzeug. This could come in handy. So, könnte uns noch nützlich sein. Toggle-Leiter. Ach, guckt mal, jetzt haben wir Licht, Leute, schön. So, wir gehen mal weiter, lecker. Ach, eigentlich haben wir ja auch Hunger, ne? Muss man ja sagen. Oh, das knarrt hier. Ich dachte gerade, hier kommt jemand rein. Aber nee. Was haben wir hier? Irgendwelche, wahrscheinlich so Waldfrüchte oder so, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Aha. There's something in there, but I can't reach it with the fire burning. It's too hot. Ah, es ist zu heiß. Wir müssen also irgendwas finden. Guck mal, da ist irgendwas There's drin. Something in there, but I can't reach it with the genau. Fire burning. It's too wir hot. Müssen irgendwie gucken, dass das Feuer ausging. Und wir wissen es doch schon, ne? Draußen war doch irgendwo so eine... So ein Wasserbehälter. Da können wir uns dann wahrscheinlich Wasser nehmen und das Ding hier dann mal ausmachen und gucken, was da drin ist. Was ist das hier? Ich werde dich füttern, während du ruderst. Aha. This is familiar somehow. Like a call across time and space. Was? Wir kennen das Ding? Wie so eine Art Zeitreise-Policebox-Model. Alter, irgendwas ist doch hier faul, oder? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Und? Wieder eine Banane. Ich sag's euch, das Spiel, das soll irgendeine Message sein, ne? Irgendeine Nachricht vom Entwickler. Wir haben hier ständig irgendwie, wir haben hier ständig irgendwie mit Bananen zu tun. Das war ja auch in der Demo schon so gewesen. So, wir legen's wieder hin. Vielleicht irgendein Easter Egg oder so. So, hier haben wir noch einen Schrank. Was haben wir hier? Ach, guck mal. I wonder what this key is for. Na, bestimmt für die Hütte, oder? Nehmen wir mit. Und einen Apfel. A solitary apple, and it's still pretty fresh. Sehr frischer Apfel. Ey, ich liebe das Spiel. Ich liebe es. Es ist so cool. Es macht Spaß. So, mal gucken, ob wir hier noch was finden. Hier. This place never ceases to surprise me. Moment mal, eine Enzyklopädie von unsichtbaren Dingen. Ivan Sennett oder so. Gucken wir mal zurück. So, jetzt gehen wir nochmal raus. Jetzt würde ich sagen, wir gucken mal nach, ob... Ah, hier, guck mal. Ja. Ah, müssen wir wieder zurücklegen. Ich habe gedacht, dass wir uns vielleicht irgendwie... Guck mal, hier haben wir nochmal einen Schlauch. Oh, wie das hier knarrt, Leute. Wow. Ich habe gedacht, dass wir uns vielleicht hier irgendwie so einen Behälter mitnehmen können. Damit wir hier Wasser ja, herbekommen. Ne? Guck mal, hier können wir ja das Ding hier ausmachen. Aber vielleicht finden wir ja einen Behälter. Oder hier? Wartet mal, können wir uns ducken? Wie war denn das? Nee, ducken können wir uns leider nicht. Vielleicht können wir jetzt ja zurückgehen zu dieser Hütte. Wir haben jetzt einen Schlüssel. Dann gucken wir mal nach, was in dieser Hütte ist. Und gucken nach, ob da vielleicht so ein Behälter ist, damit wir das Wasser hier mit nach oben bringen können, ne? So, dann könnten wir nämlich dieses, ja, diesen Ofen ausmachen. Oh. Ja. I don't know my own strength. Ich kenne meine eigenen Stärken gar nicht. Ja, dann können wir nämlich das Wasser mit nach oben bringen und gucken nach, was da im Ofen ist. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. In der alten Hütte. Oh, guck mal, wie das aussieht, ne? Mit den Reflexionen hier. Ich liebe das. Ich liebe Computergrafik generell. Wunderschön. Ach, guck mal, hier ist ein Zettel. Haben wir den vorhin schon gesehen? Eine Notiz von John. Sally. Ich kann den Generator nicht ausschalten. Der Knopf fehlt. Ich bin sicher, it was there. Genau, ich bin sicher, es war dort, als ich Chopping Logs for the Furnace. Oh. Ah, okay, also es war da, als ich Holz für den Ofen hackte. Okay, als ich Holz für den Ofen hackte, war der Knopf also noch da. Na schön, so. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal den Schlüssel rein. Zack, das passt. Checkpoint erreicht. Wir öffnen die Türe.
Und jetzt gucken wir mal nach, was wir hier Spannendes finden. Da ist ein Generator. Und guckt mal hier. Ja, das ist so spannend. Man entdeckt hier einfach die ganze Zeit immer irgendwelche neuen Sachen. Erinnert mich wirklich so ein bisschen an Paint Squeak Killings. A big bucket of paint. Useful if you want to paint something. Farbe. Paint Squeak Killings. Eines der tollsten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Tatsächlich. Und vielleicht gehört dieses Spiel auch dazu. Aber mal sehen. So, was haben wir hier? Handling these canisters always makes me nervous. Ja, mich tatsächlich auch. Muss ich wirklich sagen. Die macht mich auch mal nervös. Also, wenn wir beispielsweise einen Grill anschmeißen und manchmal hier mit Gas sogar, ne? Habe ich immer so ein bisschen Bedenken, wenn man das Feuerzeug oder so anmacht oder so, dass ja, das ganze Ding explodiert. Aber gut. Oder beziehungsweise das Gas öffnet, ne? Diese Flasche. So, können wir es mitnehmen? Ne, wir können es nicht mitnehmen. Wir können die Sachen nur inspizieren. So, hier. Genau. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt gucken wir mal hier. Genau, der Knopf fehlt. Wir brauchen also einen Knopf. Jetzt haben wir aber erstmal ja, einen Eimer. Und jetzt gehen wir mal hier vorne hin zu diesem Wasserbehälter. Zack. Machen Wasser rein. Haben einen Checkpoint erreicht. Und wir gehen zurück. Jetzt bin ich ja gespannt, was sich da in diesem Ofen befindet, Leute. Was könnte da drinne sein? Vielleicht sogar dieser Knopf, ne, der jetzt fehlt an diesem Generator. Mal sehen. Da vorne ist die Feuerstelle. Jetzt bin ich gespannt. Zack. Das Ding ist aus. Ah, noch ein bisschen heiß tatsächlich. So, jetzt drücken wir mal. Looks like a knob for something. Aha. So, wir haben den Knopf gefunden. Deswegen, als wir Feuer machen wollten, Checkpoint erreicht. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Und gucken nach, ob wir das Ding am Generator anschließen können. Diesen Knopf. Ey, es funktioniert. Das Spiel funktioniert. Die Rätsel funktionieren. Aber wir müssen immer noch Abby finden. Abby, unsere Schwester, ist verloren. Irgendwo hier draußen in den Wäldern. Was ist mit ihr passiert? So, hier vorne ist der Generator. Wir drücken mal. There. Now I can turn it off. Jetzt können wir es ausschalten. So, und jetzt, Leute? Genau, haben wir ausgeschaltet und neue Mission. Hinter der Hütte sollen wir jetzt den Weg finden. So, wir drücken einmal B. Wir rufen jetzt an Abby? Wir drücken mal. Abby? Hey, I can't hear you very well. Listen, I just... Abby, listen to me. Abby, can you even hear me? Abby. Abby. Damn, the signal cut out on me again. Ah. Mist. Abby hat bei uns angerufen, Leute. Aber wir haben hier keinen Empfang natürlich. Wir sind ja mitten im Wald und Abby ja wahrscheinlich auch. Jetzt gehen wir mal ganz nach oben zur Hütte, wo dieses, ja, wo das Kabel runterhing, ne? Da sind wir ja nicht reingekommen. Wir hätten fast einen Stromschlag bekommen. Da vorne ist die Hütte. Jetzt gucken wir mal nach. Wir kommen jetzt auf jeden Fall rein. So, wir haben... Genau, wir haben ja Licht, Gott sei Dank. Was haben wir hier? Noch eine Gießkanne? Können wir die mitnehmen? Nee, können wir nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da vorne an der Hütte irgendwas Neues finden. So, genau, hier sind wir vorhin hochgekommen. Wir kommen rein. Wir machen mal hier das Licht an. Ganz langsam rein. Was finden wir hier? So, Feuerzeug ist an. Hier vorne, guckt mal. Immer auf jeden Fall mit. Wieder so ein Chest, ne? Ach, Stempel, ne? Chest ist Stempel wahrscheinlich? Oder so? Ach nee, Chess-Piece. Ach, Schach. Oh, das Feuerzeug ist aus. Wir haben kein Feuerzeug mehr. Doch. Schach. Chess ist Schach natürlich. Eine Schachfigur. Haben wir noch mehr hier? Da muss ja noch mehr sein, oder? Ach, guck mal hier. Oh. So, wir haben jetzt die hintere Türe geöffnet. Was ist das hier noch? That's the busted light. Good thing the power's off now. Ja, Power is off. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. So, Strom ist aus. Wir kamen jetzt da hier durch und jetzt geht's hier weiter. So.
So, Checkpoint ist erreicht, Leute. Carry on following the trail. Wir sollen jetzt den Weg weitergehen. Wir halten mal fest. Also, wir sind in den Wald gefahren. Wir suchen Abby, unsere Schwester. Haben unser Auto aufgefüllt, weil unser Auto natürlich leer war. Ne? Wir sind schon eine ganze Weile gefahren. Haben jetzt hier im Wald einen Unfall gehabt. Sind mit einem Hirsch zusammengestoßen. Hatten einen Unfall. Sind die Klippe runtergestürzt. Waren ja sicherlich ein bisschen verletzt, aber haben gerade so noch überlebt. Jetzt geht's uns wieder gut. Haben hier diese Hütte entdeckt. Und zwei Personen leben wohl hier in der Hütte. Eine mit einem Gewehr hat hier versucht, irgendeinen Hirsch zu erschießen. Man hat ja sein Gewehr gehört. Und irgendeine Frau. Ich habe jetzt leider die Namen vergessen. Müssen wir uns auf jeden Fall nochmal ausschreiben. Ihr wisst ja, ich hab's nicht so mit Namen. Und ja, jetzt sind wir hier. Abby hat versucht, uns anzurufen. Aber wir hatten keinen Empfang. Und sie wahrscheinlich auch nicht, weil, wie gesagt, wir sind hier mitten im Wald. So. Und ich würde sagen, das belassen wir jetzt hier so für die allererste Folge. Ne? Wir haben in dieser Folge jetzt die das Demo-Szenario nochmal gespielt und haben jetzt hier nochmal das zweite Kapitel, meine ich. Das wird jetzt wahrscheinlich das zweite Kapitel hier sein, gestartet. Und, oder? Ich weiß nicht. Ist das jetzt schon das zweite Kapitel? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Checkpoint erreicht. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist das zweite Kapitel. Werden wir sehen. Und ich würde sagen, dass wir das jetzt erstmal für die erste Folge so belassen. Und wir machen dann in der nächsten Folge direkt weiter. Wir machen direkt weiter hier und gucken dann mal nach, ob wir jetzt hier, wenn wir hier runtergehen, Abby irgendwo finden. Vielleicht finden wir ja auch diese beiden Personen, die hier in dieser Hütte da hinten wohnen. Ah, richtig spannend. Wie gesagt, ich freue mich richtig doll mit euch, dieses Abenteuer hier zu erleben. Bin richtig neugierig. Ich will wissen, was mit Abby passiert ist. Ah, wir sind jetzt bei einer Stunde, Leute. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch dieses Video hier gefallen hat, wenn euch dieses Spiel hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne diesen Kanal hier, damit ihr die nächsten spannenden Videos nicht verpasst. In diesem Sinne, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Marcel.